Seit 15 Jahren in der Automobilindustrie tätig, verheiratet, zwei Kinder, wohnhaft in Schwabing-Freimann. Zu mir, Daniel Stanke, herzlichen Applaus für ihn. So, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ja, wie schon erwähnt, bin ich unser Mitglied im Bezirkstag Oberbayern. Man spricht da also nicht von Abgeordneten, sondern wir sind einfach Mitglieder und das ist auch ein Ehrenamt. Wir wurden dort also alle vereidigt auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Freistaats Bayern. Wir sind insgesamt 7 Mitglieder in dieser Fraktion und ich bin das einzige Münchner Mitglied der Fraktion für unsere Partei. Gut, der Bezirkstag, was ist das überhaupt? Niemand sagt das so richtig was. Ich muss gestehen, bis vor kurzem wusste ich auch nicht, was das ist und was die Leute da machen. Also an sich ist der Bezirk die 3. Ebene der kommunalen Selbstverwaltung in Bayern. Nach der 1. Ebene den Gemeinden und der 2. Ebene den Landkreisen und kreisfreien Städten. Und damit ist er zuständig für Aufgaben, die einfach auf dieser übergeordneten Ebene besser bewältigt werden können als darunter oder die Zuständigkeit oder das Leistungsvermögen der unteren Ebenen übersteigen. Und im Speziellen ist seine Aufgabe, Einrichtungen zu schaffen für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl der Bevölkerung. Insbesondere Psychiatrien, Neurologien, Suchtberatung und Einrichtungen für Behinderte oder deren Eingliederung. Das heißt, das Aufgabenspektrum betrifft im Grunde 6 Begriffe. Zum Großteil Soziales, zu 90%, dann Gesundheit und im kleineren Maße dann Bildung, Kultur, Umwelt und Heimat. Also im, wie gesagt, größten Bereich Soziales ist der überörtliche Sozialhilfeträger zuständig für die Eingliederungshilfe von Behinderten oder die Hilfe zur Pflege. Zum Beispiel die ambulante Hilfe zur Pflege ging jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr in die Zuständigkeit des Bezirks über, falls sich jemand da zufällig auskennt. Der Bereich Gesundheit wird über die Bezirkskliniken abgewickelt, beispielsweise hier in Haar am Rand von München, die Psychiatrie. Und diese ganzen oberbayerischen Bezirkskliniken wurden 2007 in das Kommunalunternehmen KBO, Kliniken des Bezirks Oberbayern, migriert. Und da gibt es auch einen Verwaltungsrat, da bin ich jetzt zum Beispiel der Vertreter von unserer Partei darin. Und die übrigen Bereiche, da gibt es dann Fach- oder Sonderschulen oder Museen, wie zum Beispiel die Glendleiten oder Kloster Seeon, die werden alle vom Bezirk verwaltet. Gut, wo sitzt der Bezirk überhaupt, wo tagt er? Das ist in der Prinzregentenstraße, ein bisschen westlich vom Landtag, da bei der Eisbachwelle, direkt gegenüber vom Haus der Kunst. Und zwar natürlich nur die oberbayerischen Mitglieder, weil die anderen 6 bayerischen Bezirke tagen dann jeweils in Schwaben oder wo auch immer. Also nicht wie der Landtag im Maximilianeum, wo sich alle bayerischen Abgeordneten zusammensetzen. Und die Vollversammlung des Bezirkstags ist nur 2-3 Mal im Jahr am Vormittag, relativ überschaubar. Die verschiedenen Ausschüsse, da gibt es dann mehr, die tagen auch öfter im Jahr, aber an sich ist das im Vergleich zum Landtag alles recht überschaubar, eben ein Kommunalparlament. Nichtsdestotrotz, der Verwaltungshaushalt umfasst knapp 2 Milliarden Euro im Jahr, also allein in Oberbayern. Und von diesem werden ca. 80% über die sogenannte Bezirksumlage finanziert. Die erhebt der Bezirk bei der niederen, bei der 2. kommunalen Ebene, also den Landkreisen und kreisfreien Städten. Und die finanziert sich hauptsächlich durch die Gewerbe- und die Einkommensteuer. Ja, für uns, denke ich, als Mitglieder dort ist auf jeden Fall das Thema Kostentransparenz ein wichtiges Thema an sich. Es sind immer noch Steuergelder, die da verwaltet werden. Die sollen auch bei den Bedürftigen ankommen, das ist keine Frage. Aber mit den ganzen Haushalten und wer weiß nie, gibt es, glaube ich, immer etwas, wo wir drauf gucken können oder für Transparenz sorgen. Ansonsten ist der Bezirk kein richtiges gesetzgebendes Gremium, wie jetzt ein Landtag oder ein Bundestag, sondern führt eher die Sozialgesetzgebung aus. Nichtsdestotrotz hat er über den Bayerischen Bezirketag, der die 7 bayerischen Bezirke verbindet oder als Dachverband darüber steht,
auch ein gewisses Mitspracherecht oder eine Stimme, die auch gehört wird. Also wenn Sie zum Beispiel das psychisch Krankenhilfegesetz oder das Bundesteilhabegesetz trägt entweder die Handschrift des Bezirks Oberbayern oder es wurde sogar deren Entwurf übernommen in der Legislaturperiode jetzt vor uns, bevor wir dabei waren. Ansonsten ein großes Thema, was die letzten Jahre aufkam, sind die sogenannten ausländischen unbegleiteten Minderjährigen, die nach Sozialgesetzbuch über die Kinder- und Jugendhilfe der Bezirk verpflichtet ist, den Landkreisen, also der zweiten Ebene, Kosten zu erstatten, die Kinder- und Jugendämter hier beispielsweise in Rechnung stellen. Da wird noch unterschieden zwischen den 1- bis 18-Jährigen, das sind die unbegleiteten Minderjährigen, und 19 bis 21 die jungen Volljährigen. Das unterscheidet sich dann ein wenig, ob auch der Freistaat für Kosten aufkommt und so weiter. Aber das ist natürlich ein großes Thema. Auch die Inklusion, Schulbegleiter, so etwas ist ganz klar, denke ich, ein Thema, wo wir mit hineinschauen sollten. Und da kann man ja auch gespaltener Meinung sein, was da so die vorherrschende Meinung aktuell ist der Gesetzgebung. Und ein großer Bereich ist auch noch die sogenannte Erinnerungskultur. Speziell hier das Bezirksklinikum in Haar wird aktuell intensiv die Vergangenheit der Euthanasie beispielsweise aufbereitet. Gut, ich muss sagen, so diese Arbeit in dem Parlament, wenn man so nennen will, ist es für mich auch neu. Ich finde das sehr spannend. Erinnert mich hauptsächlich so an die Sacharbeit im Büro, viel Dokumente und dergleichen, relativ unspannend an sich von der Tätigkeit dann selber. Interessant finde ich den Aufbau der Fraktion, also sowohl unsere Fraktion, wir sieben, als auch der Dialog mit den anderen. Im Grunde ist das alles wieder Büroalltag, mein alltäglicher, nur schlimmer. Gut, und ja, es ist einfach ein interessanter Einstieg so in das Politikgeschäft jetzt für mich. Eine gute Gelegenheit, die AfD auch auf der kommunalen Ebene jetzt zu etablieren. Natürlich mit Hinblick auf die schon erwähnte Kommunalwahl im März 2020, wenn wir dann endlich auch hier im Münchner Stadtrat vernünftig vertreten sind. Gut, und dann will ich abschließend nur noch sagen, also allen aktuellen Geschehnissen zum Trotz, wir haben es ja auch schon ein Beispiel eben gehört, ich bin immer noch motiviert, also ich sehe keine Alternative zu unserer Alternative aktuell im Politikgeschehen. Ich bin auch stolz, die AfD jetzt hier vertreten zu dürfen im Bezirk oder heute Abend. Danke, danke. Ich will mich bei allen bedanken, die damals auf der Aufstellungsversammlung mich auf den Listenplatz gewählt haben von unseren Parteimitgliedern und natürlich bei allen Wählern letztendlich, unabhängig welcher Kreisverband oder Stimmkreis da jetzt dahinter steht, verstehe ich mich als münchenweiter Vertreter hier für den Bezirkstag oder gerne darüber hinaus. Also wenn Sie Themen oder Anliegen haben, kommen Sie auf mich zu, heute oder in Zukunft. Und final kann ich nur sagen, ja, ich weiß, wir haben bewegte Zeiten. Es ist vieles im Umbruch. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber ich muss sagen, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich finde es unglaublich spannend. Danke für die Aufmerksamkeit. So. Ja, und danke von unserer Seite, Daniel, für die tolle Ausführung. Und weiterhin dann viel Erfolg und gutes Einfinden in den Bezirkstag. Wir machen wieder eine kurze Pause.